Wenn man rasch Hilfe braucht, fällt einem gleich der Notruf ein. Für das Rote Kreuz wählt man 144. Da am 11. Februar der Tag des Notrufs gefeiert wird, befrage ich aus diesem aktuellen Anlass einen Rettungsmann mit Leib und Seele. Seit wann gibt es eigentlich den Notruf? Der Notruf wurde eingeführt in den 60er Jahren. Da wurde österreichweit sukzessive umgestellt auf die Notrufnummer 144. Davor waren die Dienststellen immer nur mit einer direkten Telefonnummer versehen. Was ist ein Notruf? Ein Notruf ist im Prinzip ein Absetzen eines Notsignales oder einer Notfallmeldung, welche in unterschiedlichen Formen abgesetzt werden kann. Bei uns ist der Notruf 144, da erreicht man für den Rettungsdienst österreichweit die nächste Rettungsleitstelle. Wie und wo kommt der Notruf an und wie können Notrufe abgesetzt werden? In der Steiermark laufen sämtliche Notrufe, welche über 144 laufen, in der Rettungsleitstelle Steiermark auf und diese können in unterschiedlicher Form abgesetzt werden. Und geht der Notruf immer nach Graz? Wenn man sich im Bereich der Steiermark befindet, schon. In Grenzgebieten kann es zu Überschneidungen kommen mit Mobiltelefonen. Wenn diese eingebucht sind auf einem anderen Sender, welcher noch in ein anderes Bundesland steht, also ein typisches Grenzgebiet ist der Semmering, da ist am Sonnenwendstein ein Sender und wenn das Handy im Sonnenwendstein-Sender noch eingebucht ist, kommt man nach Niederösterreich. Und wie schaut es mit hörbeeinträchtigten Menschen aus? Es gibt einen eigenen Notruf für Gehörlose. Diese können via SMS, via E-Mail oder via Fax einen Notruf absetzen. Wann ist der Notruf notwendig? Immer wenn Leib und Leben in Gefahr sind, dann ist es wichtig, dass man sofort einen Notruf absetzt. Und wer den Notruf wählt, wird meist aufgeregt sein. Was muss man dabei beachten? Am besten ist es, genau zuzuhören, was der Leitstellendisponent fragt. Und wichtig sind, wer ruft an, wo ist etwas passiert, wie viele sind betroffen und was ist passiert. Und wie schaut die Statistik aus? Wie viele Notrufe sind in einem Jahr zu verzeichnen? In der Rettungsleitstelle Steiermark werden ca. 200.000 Notrufe im Schnitt angenommen pro Jahr und man kann sagen, zu 90% dieser Notfälle wird auch ein Rettungsmittel entsandt. Wenn ein Notruf abgesetzt worden ist, heißt es ausrücken. Man sagt, das Rendezvous-System erobert die Welt. Was versteht man darunter? Früher waren in der Steiermark Notarztwagen unterwegs. In diesen konnte ein Patient transportiert werden und versorgt werden, war aber ein eher starres System. Sobald man dort war beim Patienten und diesen ins Auto gebracht hat, war dieses Fahrzeug blockiert. Heute fährt man mit Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen dorthin. Und wenn der Patient keine notärztliche Betreuung braucht am Transport, wird dieser im Rettungswagen belassen. Dieser fährt ins Krankenhaus mit dem Patienten. Und das Notarzteinsatzfahrzeug ist wieder für einen nächsten Einsatz einsatzbereit. Wichtig ist, Hilfe zu leisten. Denn nichts zu tun ist auf jeden Fall der falsche Weg. Das ist das Schlechteste, ja. Also man sollte immer, wenn man sieht, dass sich ein Mensch in einer Notsituation befindet oder es sich um einen medizinischen Notfall handelt, zumindest etwas tun. Man muss nicht, also es muss nicht jeder Reanimation können, es muss nicht jeder beatmen können, aber es sollte zumindest jeder einen Notruf absetzen können. Man kann das in verschiedener Form machen, indem man am Handy 144 ruft, wenn man selbst kein Telefon hat, dann eventuell Passanten ansprechen oder ein Auto aufhalten und sagen, bitte rufen Sie 144.